Am Flughafen Hamburg haben sich Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation zu Ferienbeginn auf dem Rollfeld festgeklebt und damit 4 Stunden lang Starts und Landungen unmöglich gemacht. Der Flugbetrieb wurde dann wieder aufgenommen, aber es kommt weiterhin zu Ausfällen von Flügen und zu Verspätungen. Auch in Düsseldorf blockierten Aktivistinnen den Flughafen, um gegen die Planlosigkeit der Regierung in der Klimakrise zu protestieren. Einige reagierten verärgert auf die Proteste zu Beginn der Sommerferien.